hochautomatisierten Produktionseinrichtungen werden Mitarbeiter im Filterwerk Mahle St. Michael unterstützt. Industrie 4.0 ist hier schon heute fixer Bestandteil der Planung von zukünftigen Fertigungskonzepten. State-of-the-art Produktionseinrichtungen sowie hochmotivierte Mitarbeiter hier bei uns am Standort in St. Michael bilden die Voraussetzung, solche komplexen und hochmodernen Produkte am Standort zu fertigen. Insgesamt gibt es in St. Michael 4.353 unterschiedliche Produkte. Angefangen hat es mit der Filterproduktion im Jahr 1969 in St. Michael in Kärnten. In den letzten 4 Jahrzehnten ist die Fläche des Werkes 200 Mal größer geworden. Aus den bescheidenen Anfängen wurde der heute größte Arbeitgeber in der Region Unterkärnten mit über 2000 Mitarbeitern. St. Michael ist gleichzeitig der größte europäische Filtrationsstandort des Mahle-Konzerns. Eines der ersten Produkte im Werk war der Anschraubfilter. Er wird heute noch für viele große Automobilhersteller produziert, um Motoren zuverlässig vor Fremdkörpern in Kraftstoffen zu schützen. Um der Schnelllebigkeit des Marktes standzuhalten, ist ein fließendes Transportsystem unabdinglich und zugleich herausfordernd. Das Hochregallager sorgt dafür, dass Waren schnell eingelagert und entnommen werden können. So kann das Mahle-Team in St. Michael den Kundenanforderungen immer mit Qualität, Geschwindigkeit und Flexibilität begegnen. Ich bin gern bei Mahle, weil ich mich gerne mit Technik beschäftige, weil ich mit sehr vielen kompetenten Kollegen zusammenarbeite, weil es mir Spaß macht. Ich verbinde mit Mahle Team Spirit, auf jeden Fall ständige Erneuerung, Kreativität. Know-how steckt auch in den produktionsbegleitenden Messverfahren, die für Qualität sorgen und die Kundenzufriedenheit sicherstellen. Wir hier am Standort Mahle St. Michael haben uns dieses Know-how angeeignet, sind im Moment up-to-date mit unseren Messsystemen, wollen dieses natürlich nicht für uns behalten, sondern Ziel ist es, als Leitwerk weitere Werke in Europa zu unterstützen, um ihnen auch zu helfen, diesen Stand der Dinge zu erreichen. Die Besonderheit in St. Michael ist, dass wir einen Anlagen- und Werkzeugbau haben. Ich denke, dass der Anlagen- und Werkzeugbau eine erfolgreiche Investition in die Zukunft ist, nicht nur für Mahle, sondern auch für externe Kunden. Also ich bin 30 Jahre im Unternehmen tätig. Ab 9. Jahr. Bisher hat es eigentlich nie eine Zeit gegeben, die langweilig war. Ja, mein erster Eindruck war sehr riesig. Und ich denke, für mich ist das wie eine zweite Familie. Das Erfolgsrezept liegt nicht nur in Technologien, sondern vor allem auch in den Menschen. In der Lehrlingsakademie können Berufe wie Werkzeugbautechniker, Elektrobetriebstechniker, Mechatroniker oder Maschinenbautechniker erlernt werden. Zwischen Beständigkeit und Weiterentwicklung blickt Mahle St. Michael zukunftsbewusst auf die kommenden Jahrzehnte.